Und damit herzlich willkommen bei unserem allerersten Video hier auf dem GigaGreevy Channel. Ich selbst bin sogar GigaGreevy, wer hätte es denn gedacht? Und ich freue mich einfach, dass es jetzt endlich soweit ist. Wir steigen hier gerade ein mit einem meiner Lieblingsspiele, beziehungsweise einer der Lieblingsspielreihen von mir, Battlefield 4 in diesem Fall. Und genau darauf wird wahrscheinlich auch das Hauptaugenmerk dieses Channels vorerst liegen. Ja, ganz wichtig, ein weiterer Let's Play Channel. Ich meine, es gibt so viele davon. Ich weiß. Aber es ist einfach so, dass meine Wenigkeit sehr, sehr gern vor dem Mikrofon sitzt. Gut, auch vor der Kamera, aber dazu vielleicht später mehr. Und ich zocke einfach für mein Leben gern immer mal Videospiele. Das ist einfach meine kleine Abwechslung neben Sport und Bücher lesen. Naja, Bücher lesen eher so, was gerade kommt. Aber Videospiele macht sau viel Spaß. Aber auch nur, wenn man ein Team hat. Das kann ich gleich mal vorweg sagen. Also wenn ihr hier meinen Kanal anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass ich großen Wert auf das Teamplay lege. Dass ich auch oft als Medic unterwegs bin, ja, als Sanitäter, um meine eigenen Leute zu heilen, wiederzubeleben. Was weiß ich denn? Battlefield-Kenner werden das bestimmt alles kennen, die ganzen Leiden eines Battlefield 4-Spielers. Zum Beispiel hier sieht man ja gerade, dass der Kollege extra ausgestiegen ist, um meinen Tank zu reparieren. War übrigens so eine schöne Szene, als wir beide den feindlichen Tank auseinandergenommen haben. Und dann kommt er sogar, repariert mich. Da habe ich einfach gedacht, Wahnsinn. Das Video ist übrigens schon vor einiger Zeit entstanden. Das hat die ganze Zeit so auf meiner Festplatte geschlummert. Und jetzt nutze ich es also als kleines Vorstellungsvideo meinerseits. Was gibt's groß zu sagen? Das Thema Let's Plays und Gaming Online, das kennt man ja eigentlich. Ich werde jetzt nicht vor jedem Spiel extra großes Anspiel-Let's Play machen oder keine Ahnung was für die gängigsten Methoden. Nein, ich stürze mich einfach oftmals ins Gefecht. Und, boah, hier kommt gleich der nächste Kill. Na, ja doch, ich habe keine Ahnung, was der da macht. Fragt mich bitte nicht, entweder war er AFK oder ich habe keine Ahnung. So, und da attackiert mich gleich der nächste Tank. Immer die Minimap im Auge beachten, Leute. Was ich eigentlich sagen wollte, wir stürzen uns einfach immer ins Gefecht. Mit anderen Worten, ich werde einfach mal einzelne Runden immer hochladen. Das Schöne ist ja, Battlefield 4 ist ja inzwischen so, dass die Runden relativ schnell gehen. Also da ist man bei einer, also von Anfang bis Ende bei einer Runde so 20 Minuten Minimum beschäftigt. Manchmal kann es auch 30 Minuten dauern, aber es gibt halt auch gerade bei Domination Runden, wo es bedeutend schneller geht. Ich bin übrigens kein Pro-Gamer. Manch einer würde sagen, ja doch, aber ist ja trotzdem gut, du hast in vielen Runden immer eine KD über 2, ja, also du machst mehr Kills, als du stirbst. Das mag zwar alles stimmen, aber ich sag mal so, ihr werdet hier wahrscheinlich keine gigantischen Trickshots von mir sehen, aber vielleicht werde ich trotzdem mal das ein oder andere Schmankerl aus dem Internet mal vorstellen. Das wird sich aber alles zeigen mit der Zeit. Im Augenblick beschränke ich mich einfach darauf, was ich hier so zu bieten habe. Und in diesem Fall ist das einfach mal eine kleine Runde Conquest. Ich muss dazugeben, ich spiele eigentlich relativ selten mit Fahrzeugen, aber der Tank ist schon ganz cool. Und wenn ich mir das gerade so anschaue, muss ich sagen, mir gefällt die Art und Weise, wie man versucht, die Munition der Fahrzeuge ein bisschen zu beschränken. Also dieses Aufladen, und wenn man halt alle Schüsse verbraucht hat, dann dauert es ein bisschen länger. Das gibt ein bisschen mehr, ja, ich will nicht sagen Geschwindigkeit, denn dann würde es ja eigentlich viel schneller gehen. Aber ein bisschen mehr Taktikgefühl braucht man da schon, ja. So, nachdem wir C freigeräumt haben von allen Feinden, gehen wir mal hin. Ich hab, ja, genau, da ist gerade das C4 hingelegt worden, seht ihr das? Natürlich Glück, dass er mich nicht erledigt hat. Dann dachte ich, das wäre ein Scharfschütze gewesen. Aber egal, habe ich jetzt sein Kit genommen? Habe ich nicht sein Kit genommen? Ich hätte doch meinen Panzer reparieren können. Ja gut. Er heilt sich sowieso wieder, da ist. Das ist okay. So. Ah, okay. Das war dann wohl die Mine. Ja, ich sollte aussteigen. Warum steige ich nicht aus? Was tue ich? Ich bin kein Pro-Gamer. Ich sagte es bereits. Neben Battlefield, was kann man sonst noch auf diesem Channel erwarten? Ich denke mal, die gängigsten Spiele. Battlefield auf alle Fälle. Minecraft. Ja, das mit dem Minecraft ist halt immer so eine Sache.
Wir haben tatsächlich einen eigenen Server, das stimmt. Und dort bauen wir auch momentan fleißig. Muss dazu sagen, wir bauen nicht so querbeet oder was uns da gerade einfällt. Und wir spielen auch nicht mit wirklich vielen Mods. Bei uns ist es eher so, dass die Story einen hohen, hohen Stellenwert hat. Aber das werde ich dann vielleicht bei Gelegenheit auch mal erklären. Also wenn sowas kommen sollte, dann definitiv mit ein bisschen mehr Geschichte. Das kann man bestimmt auch hübsch vorstellen. Da müssen wir mal gucken, was wir da schon zaubern. Ansonsten habe ich mir überlegt, es gibt ja diese Elgato Gaming Devices für Konsolen. Momentan besitze ich noch keine Next-Gen-Konsole, das muss ich ehrlicherweise gestehen. Und mein Handy verabschiedet sich immer. Überleg aber trotzdem, FIFA 14 zu spielen und das aufzuzeichnen. Ich weiß, die Kritiken sind nicht so gut. Es gibt keinen Turniermodus mehr, etc. Das ist mir alles bewusst. Aber trotzdem, ich habe da trotzdem ein paar Kumpels, die das online spielen. Und Online-Spiele sind natürlich immer interessant. Und vielleicht auch mal die ein oder andere Karriere. Mal schauen, wie gesagt. Hauptaugenmerk trotzdem Ego-Shooter. Ich habe auch noch viele alte Spiele, die einfach für mich Klassiker sind. Neben den Ego-Shootern, oder sagen wir mal First-Person-Shootern, habe ich auch Battlefront damals gezockt. Das wird ja von DICE im Jahr 2015 dann hoffentlich neu gebootet, rebootet nennt man das ja. Das wäre natürlich traumhaft. Und da könnt ihr euch darauf verlassen, dass ich das definitiv mal aufzeichnen werde und ihr meine Spielkünste da bei diesem grandiosen Spiel, ich meine, was kann man anders von DICE erwarten, bewundern dürft. Nee, aber mal ehrlich, Battlefront 2 war trotzdem ein superklasse Spiel. Die Grafik war vielleicht nicht bombastisch für die Zeit, aber es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ein anderes Spiel, was auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und was für mich eines der besten Strategiespiele ist. Wie nennt man das eigentlich? Ihr müsst mich mal aufklären. Schlacht um Mittelerde 2. Also ich habe bislang noch von niemandem gehört, dass das Spiel totaler Dreck gewesen sei und blöd und unrealistisch. Nee, steht sich von selbst. Es war einfach fantastisch. Wer es noch nicht kennt, ihr werdet es demnächst bei mir auf meinem Channel kennenlernen. Und ich kann es einfach jedem empfehlen. Es ist allerdings im Handel momentan nicht mehr erhältlich. Aber das erzähle ich dann alles vielleicht mal, wenn die Zeit soweit ist. Jetzt muss ich erstmal abhauen. Schnell aus dem Motorrad schwingen hier, denn da kommen ja zwei Tanks und da muss ich leider auch das Einnehmen von B erstmal sein lassen. Und konzentriere mich lieber auf ein paar Kommandoposten, die ich auch schaffen könnte. So, jetzt muss ich nur aufpassen, weil ich glaube ich hier oben, genau, das sind Minen. Jetzt hier die Pionierallee. Was habe ich da eigentlich für eine Waffe? Die MX4. Das ist ja die Standardwaffe vom Pionier, ne? Die man von Anfang an hat. Spiele ich momentan nicht mehr. Ich habe mich jetzt hochgelevelt inzwischen auf die PP 2000. Wie gesagt, ich spiele wirklich selten mit Fahrzeugen, mit Pionieren. Inzwischen immer mal öfter, weil ich dachte, ja doch, kann man mal machen. So, hier ist irgendwo ein Feind. Bei der Minimap wird mir eine angezeigt, aber ich habe so das Gefühl, dass hier noch mehr dazu gehört. Kann auch sein, dass ich jetzt gleich sterbe. Ah, genau. Da hat der Heli die Arme für mich übernommen. Da liegt er. So, na, das ist doch sehr schön. Haben wir doch gleich mal D eingenommen. Wir liegen ja noch vorne. Wir haben ja noch Zeit. So, erstmal den Feind erledigen. Da, keine Ahnung, wo er jetzt herkommt. Krieg ich die Killhilfe? Ich krieg die Killhilfe. Die Killhilfe ist mein. Ich muss übrigens mal anmerken, Naval Strike, neu rausgekommen. Ja, fahr genau über die Mine. Das ist so schlau. Das ist so kein Kommentar. Naval Strike ist rausgekommen, da erwartet euch natürlich auch demnächst ein neues Video. Keine Bange. Ich muss sagen, mir gefällt es am Anfang sehr, sehr gut. Doch, muss ich sagen, es gibt ein, zwei Dinge, die ich wirklich anders gesehen hätte. Und zwar diesen Flugzeugträgerangriff. Lehnt sich ja an den Titan-Mode an von Battlefield 2142. Das könnte ich eigentlich auch mal ein bisschen spielen und zocken und das zeigen. Weil es echt ein cooles Spiel war. Es gibt einige, die sagen, ja, das war nicht so toll und das erkennen wir nicht so richtig als die Battlefield-Reihe an, nur weil es ein bisschen futuristischer war. Ich fand den Titan-Mode genial. Und mit Naval Strike dachte ich, jetzt kommt er zurück. Jawohl, Silos einnehmen, die Raketen auf den feindlichen Flugzeugträger abschießen und dann den Träger einfach mal attackieren. Einziges Manko, einnehmen super, aber dass beim Träger dann nur zwei Funkstationen sind, wie bei Rush, die man zerstören muss, finde ich ein bisschen wenig. Es sieht fantastisch aus,
Die Träger sind innen drin wirklich super ausgestattet mit allem möglichen Schnickschnack. Sieht wirklich toll aus mit den Texturen, prima, sehr detailliert. Aber es ist wirklich viel zu einfach, wenn man einmal in den Titan, sag ich schon, wenn man einmal in den Flugzeugträger drin ist, die beiden Funkstationen auszuschalten. Ich weiß nicht, wie eure Meinungen dazu sind, das könnt ihr mir ruhig mal sagen, aber auf den Servern habe ich das auch schon oft erlebt, dass die Leute gesagt haben, das geht viel zu schnell. Also da hätte ich mir von DICE schon gerne gewünscht, dass da vielleicht, ähnlich wie bei Rush, 2, 3 Reihen an Funkstationen mehr dabei sind. Ich kann verstehen, man will natürlich nicht ein ganzes, komplettes Rush-Spiel drin haben, aber wenn es nur 3 Reihen wären, oder wenigstens 2, wäre das doch schon super. Alternativ hätte man es natürlich auch so machen können, wie bei dem Titan Mode. Man muss in den Flugzeugträger reingehen und schaltet dann Konsolen aus. Was weiß ich, zum Beispiel muss man die Energieversorgung lahmlegen, die Kommandozentrale, dass man da irgendwelche Computer zerstören muss oder solche Dinge. Und nicht unbedingt irgendwelche Funkstationen, die dann wie die Bomben in Rush explodieren. Da hat man sich, denke ich, dann doch ein bisschen die Arbeit einfacher gemacht. Ich kann es verstehen. Immerhin hat man ja gesagt, okay, wir müssen an den ganzen Performance-Problemen arbeiten und dementsprechend hatte man die Arbeiten ja eingestellt an dem Add-on. Nichtsdestotrotz finde ich, hätte man da vielleicht noch was eine oder andere einarbeiten können. Aber trotzdem, ich will jetzt nicht, das ist natürlich trotzdem Kritik auf, ja, vielleicht auf höchstem Niveau, aber doch auf mittelmäßig hohem Niveau. Ja, so. Ja, da ist nicht auf den Schlips drin, die machen trotzdem super Arbeit. Aber alles in allem bin ich wirklich zufrieden. Und da, wie gesagt, da kommen auch demnächst noch ein paar Folgen dazu. Natürlich auch zu Flugzeugträgerangriff. Jetzt aber erstmal hier in Ruhe die Runde zu Ende anschauen. Und ich freue mich einfach. Ich freue mich sehr, mit diesem Channel starten zu können. Ihr werdet auch den ein oder anderen bekannten YouTuber vielleicht hier erleben oder mich vielleicht auf einem anderen Kanal erleben, aber auch das ist noch Zukunftsmusik. Wir werden sehen. Ein paar Bekannte von mir, Kumpels, die werden auch immer mal fleißig mitzocken, die lassen sich da auch mal blicken. Und ja, alles in allem hoffe ich einfach, dass ich euch ein bisschen unterhalten kann, ne, beim Spielen. Vielleicht ja auch den ein oder anderen Trick verraten kann, den der ein oder andere noch nicht kannte. Ich meine, jeder hat so seine eigene Art zu spielen. Da ist immer mal was Neues dabei. Nee, wirklich, da ist immer mal was Neues dabei. So, hier zum Beispiel gerade meine Helikopterkünste. Läuft gar nicht mal so schlecht. Ich gehe zumindest davon aus, dass ich mein Team damit gut unterstützen kann. Aber wie gesagt, ich lasse euch erstmal jetzt in Ruhe. Genug gequatscht, genug vorgestellt. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte zögert nicht, sie mir einfach zu stellen. In den nächsten Tagen lade ich immer mal wieder ein paar Folgen hoch, die ich schon auf Vorrat hatte natürlich. Bin ja vorbereitet. Gut, okay, oder ich habe einfach die Eröffnung des Kanals ein bisschen rausgezögert. Das, ja. Es ist dann vielleicht nicht die chronologische Ordnung von den Folgen. Ich freue mich einfach. Ich habe das schon so oft gesagt, ich sag's viel zu oft. Aber hey, Gaming macht Spaß und ich meine, dafür sind wir doch da, oder? So, und wenn ihr irgendwelche Spielevorschläge habt, die ich mal machen, also die ich mal angehen soll, die Spiele, dann könnt ihr es mir auch einfach sagen. Ich bin da gerne offen für Neues. Ich muss dazugeben, ich habe auch einige Top-Spiele gar nicht gespielt, wie zum Beispiel The Last of Us, eben weil ich keine Playstation hatte. Also das ist zum Beispiel an mir vorbeigegangen. Sehr, sehr schade. Aber vielleicht kommt ja dann doch mal für den PC das ein oder andere raus, was wir dann mal zocken können. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Und wir sehen uns dann wieder auf unserem schönen Schlachtfeld hier bei Battlefield 4. Bis dahin, euer Giga Greevy. Good game. Ciao, ciao.
Control, objective.